Hallo und herzlich willkommen zu Part 17 von D-Sims 3. Ja, Rosie ist ganz schön am Verhungern. Liebe Grüße von der Familie Wagner. Wir haben ein Kuscheltier bekommen für Bela. Ja, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Die Babysitterin kümmert sich um die Babys, aber Bela liegt im falschen Bett. Hallo? 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 Und beide Katzen haben schon wieder... Hä? Was soll das? Sie ist echt so komisch. Beide Katzen haben schon wieder Flöhe. Das ist doof. Ich fürchte, wir haben irgendwie keine Zeit, die zu baden. Wir probieren es gleich mal. Ich würde Alex gerne noch... Was hat er denn jetzt gelernt? Ich glaube, das Sprechen, ne? Wo sehe ich das denn? Kann ich das irgendwo sehen? Ich kann einfach draufklicken, ne? Das wäre doch auch eine Idee. Genau, wir müssen ihm noch das Laufen beibringen. Das würde ich gerne noch tun, bevor er morgen Geburtstag hat. Glückwunsch! Tommy hat für die Fähigkeit Jagen soeben Level 6 erreicht. Wir sollten ihn vielleicht vorher einmal füttern. Wie wär's denn damit? Oder machst du das gerade? Machst du das? Hochgenommen werden. Oh, wir haben noch einen Leguan gefunden. Können wir den zu Bruce ins Terrarium tun? Geht das? Wo ist er denn? Leguan. Geht das? Warte mal. So schon mal gar nicht. Bruce nehmen. Grüner Leguan tragen. Können wir ihn da nicht reintun? Kann da nur eine Echse drin sein? Das ist doof. Schade. Das funktioniert nicht so ganz. So, hast du jetzt was zu essen bekommen? Nein. Dann fütter doch mal bitte deinen Sohn. Was? Kuscheln? Kann ich ihn denn füttern? Geht das nicht? Ich möchte ihm gerne eine Flasche geben. Flasche nehmen. Okay, die bekommt er schon. Wir können es doch gerne so machen. Wie wär's denn, wenn du die Teller mal wegräumst und nicht nur sauber leckst? Und wir haben Post bekommen. Die nehmen wir auch mal. Wie geht's denn eigentlich den Pflanzen? Ich glaube, einer ist tot, ne? Das waren noch drei. Gartenpflegen, das machen wir auch mal eben, solange er da gerade ist. Was tust du? Du bist duschen. Dann geh doch danach mal auf die Toilette und mach die sauber. Ja, wird heute befördert. In 5 Stunden muss er zur Arbeit und dann wird er befördert. Das finde ich sehr gut. Ich werde mir vornehmen für den nächsten Part, dass wir bei Part 18 dann das umgebaute Haus haben. Das ist aktuell so mein Plan. Jetzt ist die Katze im Weg. Jetzt gerade möchte ich das nicht machen. Ich wollte jetzt gerade mal schnell eine Folge aufnehmen. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Und das Haus würde ich gerne in Ruhe bauen. Warum weinst du denn? Warum weinst du? Warum stehst du da so komisch in der Ecke rum? Oh, hast du Flöhe bekommen? Hast du dich mit Flöhen angesteckt? Dann geh weg von meinen Kindern. Verschwinde von meinen Kindern. Den Kinderwagen haben wir auch noch gar nicht benutzt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mit Alex spazieren fahren oder so. Benupf mal dein Töpfchen. So, die Katze... Kannst du bitte aufhören? Nein. Lass die Zeitung in Ruhe. Post nehmen. Ja, und dann darfst du noch mal kurz ein Nickerchen machen. Nickerchen, ein Nickerchen. Ja, Tommy. Hör auf, alles kaputt zu machen. Was ist da jetzt drin? Oh, wir haben eine Pflanze bekommen. Dankeschön. Den nehmen wir gerne. Und jetzt Laufen beibringen. Ich glaube, da fehlt auch gar nicht mehr so viel, wenn ich mich recht erinnere. So, warte, ich möchte mal kurz die Pflanze hier hinstellen. Ah, Pflanze, Pflanze. Da ist die Pflanze. Ach, was haben wir denn da noch? Wir haben ja noch was Tolles da. Wo haben wir das denn her? Gut, da haben wir keinen Platz für, ne? Dann werden wir das später platzieren. Ich fürchte für die Pflanze tatsächlich auch nicht. Okay, wo sollen wir die hinstellen? Wohin mit der blöden Pflanze? Kein Platz für die Pflanze. Gut, dann lassen wir sie auch erst drin. Dann platzieren wir die später, das geht ja auch. Ein Mädchen bekommen. Ja, den Wunsch würde ich gerne erstmal drin lassen. Vielleicht kriegen die beiden ja noch ein drittes Kind. Vielleicht wird es ja ein Mädchen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn sie dann 2 ältere Geschwister hat. Und dann kommt als drittes noch ein kleines Mädchen. Wäre das nicht toll? Ich finde das sehr toll. So, wie viel fehlt noch? Wie viel fehlt noch? Mein Mausrad spinnt irgendwie rum. Ah, die Hälfte noch ungefähr. Es scrollt nur noch so komisch in der Gegend rum.
Gehst du nach Hause? Nein. Sie geht zu Bruce. Wie lange bist du denn noch ein Baby? 2 Tage. Georgie wird auch bald alt. Tommy auch bald, ne? 3 Tage. Ja, die Katzen werden auch langsam alt. So ist das. So ist das. Wann musst du jetzt arbeiten? In einer Stunde, ne? Kann man dir noch irgendwas Gutes tun? Ne, du kannst noch ein bisschen schlafen. Und dann bringst du ganz viel Geld nach Hause. Das wäre doch sehr toll. Wir müssen uns aber überlegen, wie wir das machen. Ob wir uns jetzt noch jemanden dritten suchen für die Band. Da ist jetzt ein Platz frei geworden, nachdem... Wer ist eigentlich gestorben? Jermaine? War das Jermaine? Cosimo? Irgendwer ist gestorben. War es tatsächlich Jermaine? Ich glaube schon... Oh ja! Ja. Nein, nein. Ah, oh, das wollte ich nicht wegmachen. Verdammt. Hast du auch deinen Wunsch? Ja. Was machen wir denn jetzt weg? Machen wir das weg. Die beiden wollen hier überschüttet werden mit Babys, wie es aussieht. Was ich auch ganz cool fände, was wir wahrscheinlich nicht so schnell in die Tat umsetzen können, dass wir ihm quasi noch so einen kleinen Proberaum oder so in den Keller bauen. Dass er dann da mit seinen Bandkollegen üben kann. Dann müssen wir nicht immer... Oh, er hat das Laufen gelernt. Das ist sehr gut. Dann müssen wir nämlich nicht immer irgendwo hinfahren. Vielleicht schaffen wir das ja noch, solange er lebt. Wer weiß, ne? Alex kitzeln, das machen wir auch noch eben. Skizze, das darfst du, was ist das? Nein. Und dann kannst du ihn nochmal spazieren gehen mit Alex. Jetzt ist noch die Babysitterin da, dann könnt ihr das mal machen. Vitamin B, freunde dich mit Malika Williams an. Das können wir machen. Guck mal ihn ein bisschen beim Spazieren zu. Ich finde das so süß. Das ist irgendwie sehr süß. Mit dem Kinderwagen. So, noch ein Foto machen. Warte. Ups. Schwupps. Nicht so schnell. Ihr seid zu schnell. Warte. Holzstub. Oh, was machst du da mit deinen Händen? Hey, wieso bin ich... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit der Steuerung. Ich habe irgendwie Sims 4 gespielt und jetzt ist, fühlt sich das gerade irgendwie komisch an. Wobei es eigentlich genau dieselbe Steuerung sein müsste. Wo lauft ihr denn jetzt hin? Möchtest du da nicht wieder nach Hause gehen? Wir sind jetzt nicht so weit gekommen, ne? Warte, hör auf. Geh nach Hause. Was wünschst du dir da? Mit Alex kuscheln. Das kann man gleich auch noch machen, wenn ihr wieder zu Hause seid. Was kannst du denn dann eigentlich mit machen? Du kannst ein bisschen... Was brauchst du denn noch? Wann musst du wieder arbeiten? In 2 Tagen kochen? Kann vielleicht ein bisschen was kochen. Und vielleicht ein bisschen malen, ne? Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Komm schneller nach Hause. Wie geht's dem Apfelbaum? Dem geht's gut. Dem geht's gut. Können wir die Pflanzen denn eigentlich irgendwann mal ernten? Das ist irgendwie immer noch nicht passiert. Wo seid ihr denn? Das seid ihr. Dann kannst du ihn... Oh, Babysitter ist weg. Kuschel ihn. Kuschel ihn. Rosie geht nach Hause. Ja, ich weiß. Das ist mir bewusst. Kuschel dein Kind. Und dann malen wir erstmal. Dann kannst du gleich was kochen. Kriegen wir das auch noch ein bisschen hoch. So, wir erfüllen hier ganz viele Wünsche. Oh ja. Das machen wir. Ich bin schon gespannt, wie Alex aussehen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie Bela aussehen wird. Er sieht ja irgendwie sehr, sehr dunkel aus. Also er hat da wohl die Hautfarbe von Marco. Wobei ich finde, er sieht tatsächlich dunkler aus als Marco. Aber das kann ja auch nur täuschen. Kannst du noch Fähigkeiten lernen oder so? Was hast du denn schon alles? Gar nichts. Können Kinder, Kleinkinder keine Fähigkeiten lernen? Warte mal. Wahrscheinlich nur begrenzt, glaube ich, ne? Ist da noch eine Fähigkeitsanzeige? Ja, sehr gut. Sehr gut. So, wie lange machst du denn noch für das Gemälde? Oh, das sieht komisch aus. Was wird das? Das wird wunderschön, man sieht's schon. Wie lange arbeitest du nochmal? Bis 20.30 Uhr. Das ist auch nicht mehr so lang. So, ich spule hier ein bisschen vor, ne? Bisschen vorspulen. Was hast du? Hast volle Windeln. Dann nehmen wir mal die Windeln. Schmutzige Windelnwechsel. Leider ist Tommy dieses kleine, gerissene Biest entwischt. Was brauchst du noch? Sonst geht's dir gut. Dann kann ich noch ein bisschen knuddeln. Einmal kuscheln und einmal spielen. Und da legst du zurück.
So, dann kochen wir mal was. Abendessen servieren. Was machen wir denn? Wir machen mal Top Surprise. Kannst du eigentlich irgendwas mit den Kuscheltieren machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur mit dem Teddy. Mit ihm spielen. Oh, man kann ihn auch benennen. Aber mit den anderen Sachen kann man leider nichts machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Das fände ich ganz schön, wenn die auch kuscheln könnten. Aber das funktioniert nicht. Warum weinst du? Jetzt weint er nicht mehr. Miau. So, ich glaube, den Katzen geht's auch gut. Katzen geht's gut. Futter ist noch voll. Oh, da fehlt gar nicht mehr so viel. Da fehlt gar nicht mehr so viel. Rosie muss auch noch mal ein bisschen die Karriereleiter hochsteigen. Was bist du denn jetzt eigentlich? Immer noch 6, ne? Ja, 6. Und du hast gleich Stufe 8 erreicht. Wir sollen uns mit irgendwem anfreunden. Heike Ledge. Wo ist sie denn? Sabrina Funke. Oh, sie ist alt geworden. Ist denn die gute? Du? Nein. Du? Nein. Wo ist sie denn? Nö. Kennen wir die gar nicht? Wie ist sie denn nochmal? Malika oder so, ne? Malika Williams. Und da ist er. Und. Urlaubsgeld. Und wir wurden befördert. Sehr gut. Sehr gut. Dann verdient er jetzt schon richtig Kohle, ne? Das freut mich. Marco ist befördert worden. 147 die Stunde. 108. Oh. Job kündigen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, wenn sie sich um die Kinder kümmern würde. Aber ich möchte zumindest. Also eigentlich möchte ich schon, dass sie dann noch ein bisschen höher ist, ne? Dann in Rente geht. Das wäre mir lieber. Brauchen das Einkommen. In 19 Stunden musst du wieder arbeiten. Und Gitarre muss er noch ganz fleißig üben. Das kannst du gleich mal machen, wenn du zu Hause bist. So, dusch mal schneller. Dusch mal schneller. Kannst du dir einen Teller nehmen? Warte, wir können das erstmal verfeinern. Verfeinern. Schüssel nehmen. Du kannst jetzt mal deinen Sohnemann ins Bett bringen. Und dann stellst du dich hier hin und übst Gitarre. Bring den Sohnemann ins Bett, Sohnemann. Wer heult denn da schon wieder? Ach, das ist Alex. Dann kann das in den Kühlschrank. Warte mal, den können wir da draußen stellen. So, wunderschön vors Haus. Geh mal hier hin. Gehst du da hin? Und spiele eine Gitarre. Was ist das? Verlegen. Oh, er ist verlegen. Warum bist du verlegen? Ja, du bist müde, du bist müde. Ich weiß, ich weiß. Napfeln. Aufräumen. Du spielst ja gar nicht. Ja, dann mach das Katzenklo sauber. Das ist dir gestattet. Gut, dann geht ihr halt jetzt ein Baby machen. Wenn du keine Gitarre spielen willst. Ach, jetzt schmeiß aber den Müll nicht so dahin. Kannst du den bitte wegräumen? Baby machen. Marco. Marco, Marco. Oh, den Kindern geht's nicht gut. Was hast du schon wieder? Hunger. Ja, hier wird jetzt aber erst ein Baby gemacht. Beeilt euch bitte. Bisschen schneller hier. Dein Kind verhungert. Ja. Los. Geburtstagsparty für Bela veranstalten. Das können wir auch gerne machen. Und. Oh. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wird Rosie gar nicht mehr arbeiten gehen. Fütter ihn nochmal schnell. Fütter dein Kind. Kannst du bitte aufhören zu schlafen? Du darfst aber dafür schlafen. Schlafen? Schlafen, 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 schlafen. Er muss morgen um 15 Uhr arbeiten. Fütter dein Kind. Schnell, 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 schnell. So, spielen. Kuscheln, was ist das denn? Alex hochnehmen. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Wer klingelt denn da? Wer bist du? Was willst du? Wer bist du? Was willst du? Komischer Typ.
Begrüß ihn mal. Freundschaftlich begrüßen. Keine Ahnung, was du willst. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung. Der Marco Fingerhut. Hä, Rosie, alles gut bei dir? So, was kann ich für dich tun? Nach sexueller Neigung erkunden. Das machen wir mal. Das ist ein guter Eisbrecher. Gestehen sich von Marco angezogen zu fühlen. Machen wir das? Heterosexuell. Aha, interessant. Weißt du was? Geh nach Hause. Kann ich ihm nicht sagen, dass er gehen soll? Ach, ist mir auch egal. Was ist denn mit dir? Oh Gott, alle haben Hunger. Alle haben Hunger. Auf Bodenfutter. Ich würde gerne schlafen gehen, sonst kippt Rosie hier gleich um. Fütter noch bitte eben dein Kind. Fütter dein Kind. Ja. Haya Haya machen. Haya Bubu. So, ich glaube, Rosie geht jetzt auch ins Bett. Sehr gut, dann würde ich die Zeit nochmal eben vorspulen bis zum nächsten Morgen. Und dann sehen wir uns dann wieder. So, der nächste Morgen ist da. Jetzt muss ich Marco mal um die Kinder kümmern. Hast du gerade zum ersten Mal deinen Sohn hochgenommen? Sieht gerade stark danach aus. Rosie ist noch am Pennen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Wenn du aufgestanden bist, dann kannst du mal eine Party veranstalten. Denn Alex hat heute Geburtstag. Und er wird groß. Er wird groß. So, dann kannst du ihn... Habe ich das schon gemacht? Hier geht mal ins Bett und dann isst mal was. Reste nehmen. Was haben wir denn hier noch? Mal Kuchenstück, bevor die alle schlecht werden. Ich glaube... Ich muss mal schauen, wie lange arbeitest du denn jetzt? Bis 20.30 Uhr. Ich denke, so lange können wir leider mit dem Geburtstag nicht warten. Ah, oh, was macht ihr da? Oh, ihr seid süß. Ihr seid süß. Tommy hat morgen auch schon Geburtstag. Katzen werden auch beide alt. Warte, ich muss ein Bild machen. Bild, 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 Bild. Oh, so süß. Friedhof besuchen. Nein. Das machen wir nicht. Du hast dann morgen auch schon wieder Geburtstag, ne? Es geht hier Schlag auf Schlag, tatsächlich. Das geht so schnell. Du pennst noch bis 13 Uhr. Oha, nee, das machen wir aber nicht. Das ist ein bisschen sehr lang. Und du musst arbeiten um 6, in 6 Stunden. Ja. Dann üb doch noch mal ein bisschen an deiner Gitarrenfähigkeit. Da brauchst du nämlich wieder 3000 Punkte, die du nicht hast. Oh, wieso machst du denn immer das Klo kaputt? Was soll denn das? Ich glaube, die Dusche kann auch mal wieder geputzt werden. Die sieht auch schrecklich aus. Habt ihr eigentlich noch Flöhe? 11 Stunden noch. Ew, Georgie. Ew, mach das bitte weg. Sauber machen. Oh, ihr ist übel. Ihr ist übel. So, steh mal auf. Steh auf. Faule Socke. Terrarium müssen wir auch mal wieder sauber machen. Aber was? Übergeben. Sie übergibt sich. Und das draußen. Davon muss ich ein Foto machen. Das muss festgehalten werden. Ich war etwas zu spät. Verdammt. Verdammt. Egal. Und Marco spielt im Hintergrund Gitarre. Ach, wie witzig. So, warte, das muss er festhalten. Das ist ein wunderschöner Moment. Nein! Stopp! Oh Gott, falsche Taste. Ey, hallo? Wieso zoomt das denn so komisch an? Wieso ist denn jetzt auf Plus meine Pause-Taste? Aber egal, wir haben gerade den perfekten Moment eingefangen. So, ich hoffe, hier hat niemand ein Schädel-Hirn-Trauma davon bekommen. So, jetzt kann es weitergehen. Echt, mein Mausrad. Mein Gott, das muss ich ändern. Reste essen. Nee. Gut. Alle wichtigen Leute sind eingeladen. Wer darf jetzt noch kommen? Niemand mehr. Ist schon voll. Geschenk? Nein.
Geburtstagsparty. Und die findet statt um 17 Uhr. Sagen wir mal 16 Uhr. Ah, sagen wir 17 Uhr. 17 Uhr ist, glaube ich, okay. Ungezwungen. Ja, Tofu Hotdog, den darfst du essen. Rosie Monte hat sich zu gesellschaftlichem Engagement entschlossen und gerade eine Party organisiert. Gucken wir mal, ob die Party gut wird. Und wie freuen wir uns jetzt bitte mit Malika an? Wer zur Hölle ist Malika? Wir sind nicht mit ihr befreundet. Wir sind halt gar nicht mit ihr befreundet. Wir kennen sie halt nicht mal. Also wir kennen sie halt nicht. Deswegen können wir sie halt auch schlecht anrufen, ne? Katinka, Jamila, alles so komische Namen hier. Ja, keine Ahnung. Sprich mit Maria Kort und überzeuge den Sim, dass Logik großartig ist, um eure Beziehung zu verbessern. Fähigkeit steigern, Logik. Nee, das ist uninteressant. Sorry, aber das ist uninteressant. So, machen wir das sauber. Das stinkt auch schon bis zum Himmel. Und Alex stinkt auch bis zum Himmel, aber er kann auch ein bisschen schlafen. Er kann auch ein bisschen schlafen. Dann können wir können mal baden gehen, oder? Komm, wir gehen mal baden. Das sauber machen. Lila, geht's gut? Wer ruft denn da schon wieder an? Was ist denn los hier? Was ist denn hier los? Die Fahrgemeinschaft fährt für Marco in einer Stunde. Okay. Kann ich das wegschmeißen? Ja. Das kann auch weg. Achso, wie geht's eigentlich den Pflanzen? Ich vergesse den Garten immer. Das können wir auch nochmal machen. Schläfst du noch eine Weile? Ja. Oh, was hast du? Was ist mit dir? Haarballen. Kannst du noch mal ein bisschen um den Garten kümmern? Den Garten, der sich nicht ernten lässt. Rosie ist eine Chaotin und darum kümmert sie die Unordnung in ihrem Haus auch nicht weiter. Ja, aber du musst aber trotzdem ein bisschen sauber machen. Für die Gäste. Mein Gott, wo kommt denn da jetzt die Pfütze her? Pfütze aufwischen, Garten pflegen. Was ist mit dir, Georgie? Warum hast du schlechte Laune? So, auf zur Arbeit bitte. Ach so, wir können ihn ja auch weiter hier an Musiktheorie studieren lassen und so. Kriegt er auch noch ein bisschen die Logik halt, die Gitarrenfähigkeit und Logik gesteigert, genau da. Das können wir mal machen. Ja. Dann hat er erstmal frei morgen. Okay. So. Danach darfst du dich wieder um deine Kinder kümmern. Oh Gott. Bela geht's nicht gut. Ihm geht's nicht so gut. Flasche geben und kuscheln und spielen. Die Party von Rosie geht bald los. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Kannst du ihm schon die Windeln wechseln? Funktioniert das schon? Ja, sehr gut. Er hat sich gerade in die Hose gemacht. Du musst ihm aber auch nochmal kurz die schmutzigen Windeln wechseln. So kann er seinen Geburtstag nicht feiern. Und dann machen wir auf Boden füttern. Und dann sind die Gäste auch schon da. Oh mein Gott, es geht so schnell. Ew. Das muss auch mal wieder sauber gemacht werden. Da stellen wir jetzt einen lecker Kuchen drauf. Lecker Schmecker. Ew. Irgendwer kotzt da schon wieder was aus. Das hat sich so angehört. Beschnüffeln. Hat sich ein bisschen so angehört. Kannst du jetzt. Ja, steh auf. Da kommen schon die Gäste. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, und alles ist noch dreckig. Aufräumen. Alex, mach mal bitte hinne hier. Kannst du ihm jetzt bitte die schmutzigen Windeln wechseln? Schmutzige Windeln wechseln. Danke. Warum kommt ihr eigentlich nicht rein? Ach, jetzt. Nicht so schüchtern hier. Ja, hör auf zu weinen. Spiel? Oh, sie muss sich auch gleich übergeben. Gib ihm bitte was zu essen. Gib ihm bitte was zu essen. Warum steht ihr denn alle da draußen? Ich muss gehen, die Party war nett. Hey, es hat doch noch nicht mal angefangen hier. Es geht doch nicht schon wieder alle.
Ihr dürft auch reinkommen. Freundschaftlich begrüßen. Warum steht ihr denn alle da? Was ist denn los? Ich lass mal kurz die Teller in Ruhe. Niemand kommt hier rein. Das Spiel hängt auch gerade irgendwie ein bisschen. Alles gut? Oh, beeil dich doch. Mein Gott, warum dauert das denn jetzt so lange? Kannst du ihm bitte was zu essen geben? Wir haben jetzt über eine Stunde gebraucht, bis sie ihm auf den Boden gesetzt hat und ihm was zu essen gegeben hat. So, wir quatschen mal hier ein bisschen mit den Gästen, ne? Freundlich nach Tag fragen. Wer bist du denn nochmal? Die meisten Freunde sind, glaube ich, tatsächlich von Marco. Oh, du musst dich gleich übergeben. Übergib dich mal. Warum weinst du denn immer noch? Kind. Geh auf die Toilette. Geh auf die Toilette. Rosie übergibt sich schon wieder draußen. Warum denn immer draußen? Nicht vor den Gästen hier. So. Kerzen ausblasen. Ich beeile mich mal ein bisschen hier, Alex. Das kann eigentlich direkt in den Kühlschrank. Das nehmen sich vielleicht eher alle den Kuchen. Nein. Nein. Bring deinem Sohn bitte zum Kuchen. Hallo. Rosie. Danke. Geht doch. Sehr gut. Mit Alex kuscheln, ja. Leute, Alex feiert Geburtstag. Könnt ihr bitte kommen? Ja, Mann, Leute. Wartet doch ein bisschen. Dann wird die Party auch gut. Bestimmt. Papa geht nicht alle so schnell. Leute, keiner guckt Alex zu. Oh, wie traurig. Wie traurig. Egal, wir machen trotzdem ein schönes Foto hier. Muss alles festgehalten werden. Ne? Oh. Das ist etwas weit. So. Und. Shanna. Werde groß. Na los? Oh, er wird groß, ja. Das Krabbeln und auf den Hintern fallen liegen nun hinter Alex. Er ist endlich ein Kind. Zwar hat er jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Alex sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihm meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistung vollbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Alex weiterentwickeln soll. Oh, irgendwer hat gerübst im Hintergrund. Ich würde das gerne zufällig machen. Wahnsinnig. Oh Gott. Und das passt ein bisschen, ne? Einzelgänger, Virtuose, wahnsinnig. Ich würde die Merkmale gerne dem Spiel überlassen. Wir machen das einfach zufällig. Es sei denn, es wird jetzt immer dasselbe. Das ist dann auch ein bisschen langweilig. Dann werde ich da mal eingreifen. Aber das ist doch schon ganz okay, oder? Ich hätte lieber Bücherwurm, muss ich sagen. Egal. Das Spiel hat entschieden, Alex wird wahnsinnig. Dann ist das so. So, jetzt zeig dich mal. Wie siehst du denn aus? Zeig dich. Zeig dich. Hör mir bitte auf zu schielen. Kannst du bitte normal gucken, Kind? Kind? Geh doch. Sehr gut. Irgendwie sieht er keinem von beiden so wirklich ähnlich gerade, ne? Oder? Also wenn halt eher Rosie als Marco. So, Nahaufnahme hier. Und Marco hat sein Tagewerk vollbracht. Das ist gut. Und wir haben Urlaubsgeld bekommen. Das ist auch sehr schön. Also mit den Simoleons können wir auf jeden Fall gut was machen. Hoffe ich mal. Es sollte auf jeden Fall gut gehen. Was machst du? Kümmerst du dich um dein Baby? Sehr vorbildlich. Mit Rhonda sprechen. Ja, das können wir alles machen. Was ist das? Alex wird zum Genie. Wir lernen Kinder mit hinlegen. So, alle müssen gehen. Ja. Stimmt, jetzt brauchen wir ein Bettchen für ihn, ne? Ich würde vorschlagen, da ich das Ganze eh für die nächste Folge umbaue,
brauche ich das nicht jetzt unbedingt. Das werde ich dann einfach heute Nacht machen oder so. Und ich glaube, halbe Stunde ist voll, dann kann ich den Part auch an dieser Stelle beenden. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich in einem neuen Haus.